Hallöchen! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal ein Haul. Und wie man schon unschwer an diesem tollen kleinen Freund, der da sitzt, erkennen kann, ist es ein Einhorn-Haul. Es wird jetzt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt kommen, weil Lara reicht mir die Sachen aus der Tüte, die sind nicht sortiert. Und soweit ich die Preise im Kopf habe, werde ich auch die Preise noch nennen. Fangen wir an mit diesem tollen Produkt. Das ist eine Flüssigseife. Die hat mir die liebe Bianca mitgebracht beim letzten Mal. Ist also ein Geschenk von meiner Freundin. Finde ich wunderschön. 270 Milliliter, riecht nach Erdbeere und Vanille. Ich habe das jetzt noch nicht benutzt. Ich traue mich nicht. Ich glaube, das muss erst mal eine Weile stehen, bis ich denn in der Lage bin, das mal zu benutzen. Ui, da ist er umgekippt. Der wollte nicht mehr. Jetzt der hat so einen schweren Kopf, der kann nicht. So. Ein weiteres Produkt, auch ein Geschenk von meiner lieben Bianca. Reinigungstücher. Auch noch nicht benutzt, werden glaube ich auch erstmal nicht benutzt. Sieht wunderschön aus, wenn die einfach nur rumstehen. Da kenne ich die Preise leider nicht. Beziehungsweise habe ich die nicht im Kopf. Dann haben wir hier auch ganz, ganz wunderschön. Gab es in mehreren Ausführungen mit Einhörnern, Vögeln und ich weiß gar nicht, was noch. Badesalz, das ist Badesalz. Auch dieses riecht nach Erdbeer und Vanille. 100 Gramm kam 95 Cent. Und davon habe ich dann direkt gleich mal alles, was da stand, mitgenommen. Sprich, 3 Stück. Die sortieren wir jetzt auch mal hier ein bisschen. So, da. Dann waren wir letzte Mal im Primark. Ja, wir waren im Primark. Und da gab es diesen wunderschönen Kugelschreiber. Eigentlich, ne? Total hier so mit einer Feder. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist so ein Puddel mit einer Feder dran. Und der federt dann so ein bisschen. Kam, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 1,29 Euro. Weiter geht's mit diesen beiden Freunden hier. Der ist aus dem Euroshop und der ist aus dem Woolworth. Beide kamen 1 Euro. Sind Schlüsselanhänger. Einmal diesen. Und ja, da, halt, da. Da müssen wir hin. Und einmal diesen. Von der Rückseite jetzt einfach nur. Der ist schwarz, der ist weiß. Wir fanden die so süß und dann mussten die auch mit. Ein anderes Produkt, ich bin ganz, ganz lange gelaufen, um dieses zu bekommen. Ich hatte das schon ein paar Wochen hier stehen jetzt auch. Ich habe auch gleich Vorrat gekauft, als ich das entdeckt habe, damals im Hit. Ja, und wir reden von Einhorn Glitzer Ketchup. Ich habe mich sofort verliebt, als ich das gesehen habe. Und der schmeckt auch wirklich lecker und der glitzert auch. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, da. Der glitzert wirklich. Ich finde den so unglaublich lecker. Also wir verspeisen den hier auch. Zumindest ist die erste Flasche fast leer. Mal gucken, ob man das dann hier überhaupt alles noch sieht. Und auch aus dem Euroshop. Gestern entdeckt und direkt gekauft. Einhorn Kinderpflaster. Sind 10 Pflaster drin. Kam 1 Euro halt im Euroshop. Wir können ja mal reingucken, ob man die sieht. Ach, man kann die sogar sehen. Wie toll ist denn das? Wir schauen mal eben. Da hätten wir einmal diese Variante. Schön. Oh ja, die sind auch toll. Dann diese Variante. Ach Gott, wie süß. Und diese Variante. Finde ich toll, gefallen mir. Packen wir die mal eben wieder ein. Ordnung muss sein. Ein bisschen sortieren, man sieht gar nichts. Auch mal hinlegen hier irgendwie ein bisschen. So, und weil die Lara jetzt am Sonntag Geburtstag hat und die wollte
Einhorn-Muffins essen. Gut, die Muffins werde ich selber machen. Ich habe das jetzt nur gekauft wegen diesen Einhorn-Auflegern. Diese Oblaten, die sieht man hier jetzt nochmal. Das sind die, die da drin sind. Sind, glaube ich, 14 stand von. Nee, 18. 18 sind es. 18 Oblaten, die man dann auf die Muffins draufpacken kann. Aber wie gesagt, ich werde die Muffins nach meinem eigenen Rezept machen. Ich habe die jetzt nur mitgenommen wegen diesen Oblaten, weil ich die glaube, ich kriegt man die nicht günstiger. Und die Packung kam jetzt 2,69 € bei Netto. Das ist hier ein bisschen eng, ne? Na. Noch eine Sache aus dem Euroshop, und zwar dieser Schlüsselanhänger. Der war so süß und so puschelig und wir konnten da nicht dran vorbeilaufen. Auch der durfte mit nach Hause. Und was ich ganz, ganz, ganz toll fand, es gibt Einhorneis. Wie geil ist das denn? Das sieht wirklich aus wie ein Einhorn. Wir hatten es schon gegessen. Wir mussten ja testen. Und was ich ganz toll fand, da war ein Aufkleber mit drin. Kleiner Sticker, Papiersticker. Also klein ist gut, ne? Im Vergleich. Ist doch schon sehr groß. Ja, der war da mit bei. Die Packung kam, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 1,59 € in der Werbung. Haben wir aufgehoben, damit wir sie euch zeigen konnten. Nee, das nicht. Moment. Gleich geht's weiter. Dann auch im Netto musste ich das mitnehmen. Das hatte ich vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen. Mein Instagram-Account habe ich euch übrigens in der Infobox verlinkt. Auf Instagram gesehen und habe dann ein paar Tage später gesehen, dass es jetzt die Woche bei Netto im Angebot gibt. Und dann musste ich direkt Montag früh zu Netto und das kaufen. 2,99 € in der Werbung bei Netto ist erdbeerweiße Schokolade. Ich glaube, das ist irgend so ein Getränkepulver, so kakaomäßig, glaube ich. Und da sind auch, wo war es denn? Ich habe es irgendwo gelesen. So Zuckerstreu ist auch dabei. Muss mal gucken. Oh, jetzt ist er wieder umgekippt. Der will nicht, ne? Dann bleibt er jetzt auch liegen. Wurst, dann packen wir ihn mal weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz. So, und noch was. Habe ich heute auch im Euroshop mitgenommen. Das ist so ein kleines Getränkedosenhalter zum Aufblasen. Sieht man jetzt so hier nicht. Wo ist er hier? Ist halt eher Spielerei, ne? Aber ich dachte, naja, für einen Euro. Auch im Euroshop Brettchen. Kleine Frühstücksbrettchen, auch ganz gute Qualität eigentlich. Nicht für die Mikrowelle geeignet. Wissen wir Bescheid? Was, Mikrowelle? Wer steckt denn sowas in die Mikrowelle? Schnuppert Glitzerpups, ihr Langweiler. Ja, haben wir auch mal mitgenommen. Jetzt müssen wir anbauen. Passt alles gar nicht. Und auch im Euroshop heute entdeckt Lichterkette Einhorn. Da sind Einhörner und Regenbogen drin. Sechs Stück, also sechs LEDs mit Batteriebetrieb. Gab es auch im Euroshop. Musste mit. Haben wir jetzt. Warte mal, dann hol aber alle davon gleich. Und jetzt kommen wir zu meinen Lieblingssachen. Die habe ich, wann war denn das? Ende Juli auf der Kreativmesse von Idee mit Herz gekauft. Musste mit, war ich total verliebt. Kommen jetzt einige Sachen von Ideen mit Herz, auch mit Einhorn. Fangen wir aber erstmal an mit den Bügeltransferfolien mit Einhörnern. Das sind Bügelbilder, Bügeltransferfolien. Die kann man auf Turnbeutel, T-Shirts, Kissenhüllen, sämtliche Art von Textilien, kann man die drauf bügeln und dann hat man ein Einhorn, T-Shirt, Kissen, wie auch immer. Waren wir direkt verliebt, musste mit. Auch haben wir hier diese Bügeltransferfolien. Da sind dann sechs drin, jeweils in diesen Ausführungen.
Konnte ich auch nicht liegen lassen. Passend dazu, ich glaube, das sind dieselben fast. Das sind fast die gleichen. Gibt es Zauberfolien. Zauberfolien heißt, man kann die um Lampenschirme, um Dosen, um alles, was rund ist, eigentlich rummachen. Das funktioniert so wie diese Eierzauberfolien, die Zauberfolien für Ostereier. Die legt man dann um die Eier und taucht die kurz in kochendes Wasser. Und dann hat man halt ein Einhornei oder so, wenn man das dann in der entsprechenden Größe kauft. Das ist jetzt für Gegenstände bis 8 cm Durchmesser. Habe ich hier den Preis genannt? Nee, ne? Die Bügelfolien kamen jeweils 2,50 und auch diese Zauberfolien kosten 2,50 €. Und noch eine Bügelfolie. Es gab da wohl noch eine, aber die war ausverkauft. Die hätte ich auch gern gehabt. Diesmal ein großes Einhorn. Wenn man jetzt ein T-Shirt oder Tonbeutel, was auch immer hat, kann man das direkt drauf bügeln. Auch das war wunderschön. Ich war ja schockverliebt. Und jetzt, ganz, ganz geil, wenn man vorhat, wie ich, eine Leinwand oder sowas zu gestalten. Sieht man das? Ja, ne, das sieht man. Ja. Das ist eine Laser-Kunststoffschablone. Das legt man oder klebt man oder wie auch immer auf eine Leinwand und dann tupft man da mit Farbe oder Strukturpaste oder was auch immer drüber, lässt das trocknen, zieht es ab und hat dann ein Einhorn auf der Leinwand. Wollten wir mal ausprobieren. Und zu guter Letzt von Ideen mit Herz haben wir hier einen Stanzbogen. Den hat die liebe Lara sich ausgesucht. Und der kam 50 Cent. Die Schablone kam übrigens auch 2,50 €, wenn ich das schon gesagt habe. Und noch was aus dem Netto. Einhornmähne. Eddie Einhorn Zuckerwatte in den Sorten Banane, Blaubeere und Erdbeere. Ich habe sogar recht. 1,29 € bei Netto. Ist das letzte? Und wir haben, wie hätte es auch anders sein sollen, auch ich konnte daran nicht vorbeilaufen. Einhorn-Deo. Dazu gibt es noch Meerjungfrau und Flamingo. Ich gab es damals bei Rossmann. Und hat jetzt nichts mit Einhörnern zu tun, aber um die limitierte Edition voll zu bekommen, habe ich auch noch mal im Netto die beiden mitgenommen. Die hatte mir aber Bianca auch schon mitgebracht beim letzten Mal, was ich dachte, ne, bevor die wieder raus sind aus dem Sortiment. Nebenbei riechen die auch wundervoll. Die riechen sehr, 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 sehr gut. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt. Und zwar auch aus dem Euroshop. Die Lara hat ja am Sonntag Geburtstag. Und ich habe gedacht, jetzt verrate ich es ja eigentlich schon, ich hänge diese schöne, wie heißt das, Girlande an. Hier sieht man es, da ist ein Schloss, Happy, Einhorn, Birthday, Schloss. Das ist ganz einfach eigentlich, ne? Kleine Girlande aus Papier, die wird dann angehangen. Ja, dann wird es hier ein bisschen geschmückt. So, und das war's auch schon. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem Haul. Ist ein bisschen eng hier auf dem Tisch. Müssen wir langsam einen größeren Tisch anbauen. Ja, und wünschen euch weiterhin ein Wunder. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Mein Instagram-Profil, habe ich ja gerade gesagt, vorhin gesagt, verlinke ich euch in der Infobox, falls ihr da mal schauen wollt. Ansonsten freuen wir uns gerne über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!